So, der x-te Versuch mittlerweile. Ja, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe von Daily Dose Runes of Magic. Vielleicht in der nächsten Zeit nicht, immer noch nicht ganz so daily, das werdet ihr alles nochmal hören. Das hier ist jetzt nur noch der Videopart dieses, ja, jetzt nun dann folgenden eher Hörspiels. Das kommt daher. Aus irgendeinem Grund hatten sich ein paar Einstellungen bei meinem OBS verändert. Und oder es liegt jetzt daran, dass ich ein Zwei-Monitor-Setup habe und meine Grafikkarte mit einem Zwei-Monitor-Setup wohl überlastet ist oder sonst was. Ich habe jetzt ein paar Einstellungen verändert. Sollte jetzt wieder vernünftig aufgenommen werden können, alles. Auch in schönen 1080p und so weiter. Vorhin hat er mir nämlich die ganze Zeit gemeldet, von wegen, der Codierer ist überlastet und ich soll einen anderen Codierer wählen, bla bla. Aber das scheint jetzt alles gerade sich wieder eingependelt zu haben und zu laufen. So. Ich mache jetzt noch kurz, möchte hier jetzt euch ganz kurz zeigen, was wir denn in dem anderen Videopart angeblich gemacht haben. Und zwar, wenn wir auf den Rucksack schauen, wir haben eine ganze Reihe neuer Rucksackfächer bekommen. Das kommt daher, da wir uns hier, ich gehe kurz in den Item Shop, das Dragon Adventure Pack, wo ist es? So, hier, das haben wir uns mal geleistet. Ein paar tausend Dias hat das jetzt gekostet, aber ich glaube, in die Rucksäcke war das eine lohnende Investition. Also jetzt alle Rucksackfächer zu haben, das ist dann doch das ganze Geld oder beziehungsweise ne, die ganze Unterstützung wert gewesen, sodass wir dann mit dem Baumknuller jetzt nie wieder Rucksackprobleme haben werden. Der Rucksack wird einfach irgendwann wieder zu voll gemessigt sein und dann werde ich wieder die gleichen Probleme haben, aber ich habe das Problem erstmal ein bisschen aufgeschoben. Oder wir. Genau, das haben wir gemacht. Wir haben zwei, drei Quests gemacht, die kann ich jetzt ja nicht unbedingt nachvollziehen. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn wir haben mit den Quests nicht so viel verloren. Die habe ich halt so nebenbei gemacht, während ich am Erzählen war. Der interessantere Teil ist der tatsächliche Erzählpart und den werde ich einfach hinter dieses Video hinterschneiden. Für all diejenigen, die also nur jetzt auf Videocontent aus sind, die können im Prinzip ab jetzt gleich abschalten, sobald ich mich einmal verabschiedet habe. Für all diejenigen, die den Audio-Content noch hören wollen, die können dann halt im anderen Browser-Tab Tetris spielen oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt nur noch was zu hören im Prinzip. Es gibt ein paar Ruckelbilder, aber ja, wichtig ist tatsächlich die komplette Audio, der Audio-Teil. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen zu einer Folge komme, aber ich werde wieder öfter Folgen machen, so viel an dieser Stelle versprochen. Oder ich versuche es zumindest. Was ich auch schon mal jetzt an dieser Stelle sagen kann, ich werde natürlich nie mit dem Let's Play aufhören. Dafür habe ich einfach zu viel Spaß daran, auch einfach in den Kommentaren ein bisschen zu quatschen und so. Gut, nun aber an den Audio-Teil dieser Folge. Bis dahin, bis zur nächsten Folge schon mal. Ciao, ciao. Ja, meine Freunde. Lang, lang ist's her. Ich bin mal wieder zurück. Wir spielen mal wieder eine Runde Runes of Magic. Ob es jetzt direkt eine tägliche Dosis wieder wird, weiß ich noch nicht. Aber erstmal möchte ich mal wieder ein bisschen spielen. Es ist ein bisschen länger her. Und ja, okay, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Ich habe nämlich zwischendurch mal Mails erhalten, von wegen hier, du bekommst irgendwelche Items, bla bla. Die sind mir jetzt bei mir nicht ganz angekommen oder die sind, da, vielleicht sind die auch im Item-Depot gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo die genau landen. Aber ich habe jetzt gerade mal schon mal ein bisschen rumgeschaut. Also, wir haben ja immer noch von, ich sag mal, gewissen Dankeschöns, haben wir immer noch einen ganzen Batzen Dias übrig. Und ich habe dieses wunderschöne Dragon Adventure Pack gesehen. Ihr wisst ja, ich habe ja wirklich permanente Probleme mit meinen Rucksäcken, dass ich da keinen Platz drin habe. Hier gibt es allerdings diese Qualitätslederrucksäcke drin, die schalten uns unsere zusätzlichen Rucksackfächer permanent frei. Und ja, ich möchte die Gelegenheit jetzt mal nutzen und wirklich diesen Batzen Dias gleich mal investieren und uns wirklich mal permanente Rucksackfächer holen. Dafür werde ich aber sicherheitshalber hier ein bisschen Platz im Rucksack schaffen. Die beiden könnte ich im Prinzip jetzt aufverbrauchen, weil wir ja eh dann der permanente Rucksackfächer haben werden, wenn das alles klappt. So. Immer noch ein bisschen mehr Platz. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir da jetzt an Platz brauchen werden. So. Wie gesagt, ist super scheiße teuer, aber wir gönnen uns das mal jetzt einfach. Denn diese Investition wird es wert sein bei den ganzen Rucksackproblemen, die ich habe. Dadurch, dass ich halt
immer zu wenig Rucksackplatz habe, wird sich das definitiv lohnen für uns. Ei, aber das ist auch meine teuerste Itemshop-Investition, die ich je getätigt habe. Naja. Hoffen wir mal, dass es sich lohnen wird. Ja, was war jetzt in der letzten Zeit eigentlich alles los gewesen? Naja, im Großen und Ganzen Masterarbeit, Masterarbeit, Masterarbeit und Masterarbeit. Dazu noch einen ganzen Batzen Hiwi-Stunden, die ich noch abzuarbeiten hatte. Sodass ich an ziemlich vielen Tagen, ja, von, sagen wir mal, 7 Uhr morgens, ja, 7 Uhr morgens bis abends um 8 Uhr im Institut war, um halt die Masterarbeit voranzutreiben. Hat sich jetzt auch letzten Endes gelohnt. Masterarbeit ist abgegeben, denn der Master ist im Prinzip, kann man schon als bestanden einsehen. Also so offiziell kriege ich natürlich noch die Urkunde und alles, aber inoffiziell, das heißt inoffiziell offiziell, also zwar schon die Personalabteilung, kann schon, muss ich hier noch, ah, ich muss ein zweites Mal draufklicken, ich dachte es gerade schon. Ne? Personalabteilung der Uni hat schon Bescheid bekommen, ich habe hier meinen Master bestanden und ich kann jetzt eingestellt werden im Institut, denn ich bin so nach Motto, der Master ist mir nicht genug. Und ich wollte jetzt in dem Institut anfangen und ja, im Prinzip die nächste Stufe angehen, kann man das mal so sagen. So, das nehme ich jetzt mal hier rüber. Stiefelchen Begleiterei. Ja, das können wir uns hier mal reinsetzen. Brauchen auch immer noch mal weitere Büroplätze. Achso, warte mal, Rechtsklick. So. Jetzt haben wir ein Stiefelchen. Sehr schön. Scharlachreittier. Wir haben ein permanentes Reittier bekommen. Habt ihr eine Partnertasche damit? Sehr schön. Was kann das hier? 70%. Da ist aber unser Rochen immer noch schneller. Grinseschurken. Kostümpaket. Da gibt es auch noch diesen magischen Kleiderschrank. Ein paar Dinge habe ich nicht vergessen. So, magischer Kleiderschrank. Da können wir, glaube ich, die Itemshop-Gegenstände einfach direkt reinschmeißen. Auch hier sowas. Ja, perfekt. So, ab damit alles in den magischen Kleiderschrank. Ja, genau. Wie gesagt, ich fange dann jetzt in dem Institut, in dem ich auch die Masterarbeit geschrieben habe. Dann jetzt bald an. Erstmal natürlich Forschungsprojekt bearbeiten und so und langfristig Ziel Promotion. Mal schauen, wie gut das klappen wird so. So, die räume ich mal hier ganz nach hinten. Haben sowieso schon. Die Laufzeit beginnt, also kann ich mir das auch beschwören, das blaue Kaviar. So. Ja, also diese Folge werden wir nicht viel schaffen, das kann ich direkt sagen, einfach weil ich auch eine Menge, denke ich mal, nebenbei erzählen werde. Jo, einmal ganz kurz. Okay. Ja, jetzt ist die gute Frage, was haben wir hier noch an Quests offen? Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen in die Richtung zurückgelaufen. Ich habe auch übrigens jetzt wieder ein Zwei-Monitor-Setup. Kann also dann dementsprechend ganz genau sehen, ob unsere Aufnahme läuft. Das ist auch recht praktisch mal wieder endlich zu haben. Nachdem ich zwischendurch mal mein Zwei-Monitor-Setup, ich sag mal, aufgeben musste, konnte ich das jetzt mal wieder aufbauen mit einem neuen Monitor. Ja, genau, Masterarbeit habe ich jetzt hinter mir. Jetzt ist die Frage natürlich, wo sind wir das letzte Mal überhaupt stehen geblieben? Bei welchem Teil der Erzählung? Ich glaube, ich habe noch darüber erzählt, dass ich ein paar Algorithmen ziemlich stark optimieren musste. Was mir übrigens auch gelungen ist. Also, ich habe jetzt ich sag mal, das größte Bottleneck habe ich komplett neu entwickelt. Habe da mal an sehr vielen Stellen auf Performance-Punkte geachtet und habe dann letzten Endes einen Faktor 100 da rausziehen können. Zusätzlich haben wir es auf einem Hochleistungsrechner unseres Rechenzentrums laufen lassen. Mit 16 Kernen und 48 GB RAM. 16 Kerne? Ich glaube 16 Kerne. Das war schon geil anzusehen, wenn man dann den Taskmanager anschmeißt und dann schießen da die ganzen Kerne alle auf 100% hoch. Also es waren ja wirklich 16 physische Kerne. MATLAB unterstützt es ja mit seinem parallelen Toolwork nur ja, physische Kerne. Ja.
Und jetzt kommt die nächste Stufe von High-Performance Computing, kann man so sagen. Denn ich fange jetzt auch an, momentan Fortran zu lernen oder mir nochmal ein bisschen anzueignen, tiefergehend. Denn mein Forschungsprojekt werde ich auch mit Fortran entwickeln müssen. Ja, und das langfristige Ziel da ist dann auch ein bisschen mehr auch mich in dem High-Performance Computing mit Fortran zu vertiefen. Mal schauen, wie gut das da so klappen wird. Bisher, ich habe mir schon mal so ein paar kleinere Programmchen geschrieben mit Fortran, merkt man schon, dass Fortran ganz schön krass schnell ist in den Programmen, die dabei entstehen. Und dabei habe ich jetzt ja noch keinen kommerziellen Compiler wie den Intel Fortran Compiler, sondern ich habe bisher mir nur den GNU Fortran Compiler geschnappt, der ja dann so spezielle Performance-Tweaks auf einzelne Prozessoren und sowas ausgerichtet noch außen vor lässt. Also da ist sogar noch mehr Potenzial drin, wenn man das einfach nur mit einem anderen Compiler kompiliert, das gleiche Programm. Das finde ich ja schon ziemlich krass, was da noch alles an, ja, Potenzial noch drin steckt. Also momentan habe ich so für Testzwecke mir nur mein kleines Tablet quasi eingerichtet. Also, kleines Tablet. Ne? Das hat so eine Atom-CPU und darauf laufen manche Programme schon so schnell, wo ich denke, auf einem guten Rechner mit so MATLAB und so könnten die nicht so schnell laufen. Nichtsdestotrotz. Und das ist halt, ne? Ich sag mal, wer die Atom-CPUs kennt, der weiß, dass Intel Atom so als langsamste Prozessoren, die so existieren, gilt. Wenn sich damit mal so ein ganz kleines bisschen beschäftigt hat. Merkt man, wie viel, ja, Potenzial doch in so High-Performance-Dingern drin steckt. Also es wird noch ein ganz spannendes Thema werden. Mal schauen, jetzt geht es nächste Woche los. Also ab nächster Woche bin ich offiziell eingestellt dann. Diese Woche muss ich noch einen Vertrag unterschreiben. Oh Gott, das klingt jetzt alles so komisch, vor allem wenn ich jetzt mal bedenke an die ersten Tage des Let's Plays. Da habe ich ja an sowas ja noch gar nicht gedacht. Das war ja wirklich. Damals hätte mir das nicht sagen können, hätte ich wahrscheinlich Vogel gezeigt. Ich habe damals ja sogar schon noch als Kumpels meint von wegen, ja, hier, bestimmt wirst du da ganz groß werden. Naja, ob ich jetzt ganz groß werde, ist immer noch eine andere Frage, aber nur, du wirst da ziemlich weit dich vertiefen, irgendwann im Studium und so. Hätte ich denen noch einen Vogel gezeigt und habe denen noch einen Vogel gezeigt und jetzt kommt da der nächste Schritt halt. Mal schauen, wie gut ich mich da machen werde. Aber sagen wir es so, meine Masterarbeit hat zumindest laut meinem Prof schon eine Menge Inhalte, über die ich auch das ein oder andere Paper schon schreiben soll. Also schon direkt ab dem ersten Tag volle Pulle eingespannt. Ich meine, ich habe ja sowieso noch ein Paper offen zu schreiben von meiner Projektarbeit. Und aus der Masterarbeit sollen wohl zwei, drei, vier, fünf Paper schon entstehen. Also gut, dafür muss man sagen, mein Forschungsprojekt, was ich bearbeiten werde, ist nicht ganz so innovationslastig, sondern es ist eher so ein bisschen Forschungstransfer, kann man das bezeichnen, was da drin vorkommt. Huch. Codierung überlastet. Erwägen Sie, Ihre Videoeinstellung zu verringern oder benutzen Sie einen schnelleren Codierer? Aha. Wahrscheinlich ist meine Grafikkarte gerade ein bisschen am Anschlag. Na gut, mache ich mal in einer späteren Sache. Ich finde das jetzt richtig geil, dass wir einfach einen gigantisch großen Rucksack haben. Jetzt kann ich endlich wieder Messi sein. Und zwar jetzt voll messy, weil ich ja jetzt unendlich Platz habe.